Die Solidarität für Venezuela ist groß. Ich grüße jetzt Georg Daniels, der ist von der Freundschaftsgesellschaft Chile Salvador Allende. Liebe Freundinnen, Freunde, liebe Genossen, der US-Imperialismus und die von ihm abhängige Organisation. Der US-Imperialismus und die von ihm abhängige Organisation sogenannter unabhängiger Staaten versucht mit allen Mitteln in unserem Amerika sich eine Phalanx williger Marionettenregimen zu schaffen, um die Jagd nach Märkten und regionaler politischer Dominanz die selbstverständlichen Regeln des Völkerrechts mit Füßen zu treten. Es folgt der Doktrin, wonach die Existenz souveräner von den USA unabhängiger Staaten nach dem Schock der kubanischen Revolution 1959 nicht seitens der USA geduldet würden. 1973 fiel dieser blutigen Doktrin bereits der demokratisch gewählte Präsident Chiles, Salvador Allende Gossens, und die Genossen und Genossinnen der Unidad Popular zum Opfer. Und das Beispiel Chiles zeigt beispielhaft, dass den USA langfristig jedes Mittel recht ist, um einen gewünschten Regime-Change in ihrem Sinne zu bewerkstelligen. Die Produktion wird sabotiert, die einheimische Bourgeoisie hamstert Lebensmittel, kontrolliert deren Verteilung und setzt so auf die Unterversorgung und die Waffe Hunger gegen einen Großteil der Bevölkerung, um somit seinen Willen zugunsten eines unabhängigen Weges und einer vom Kapitalismus freien Gesellschaft zu gehen. Die Folge dieser destruktiven Politik sehen wir heute in Venezuela. Und die sogenannte politische Opposition und nationale Bourgeoisie Venezuelas ist Teil dieser Inszenierung des Imperialismus. Mit Unterstützung der gleichgeschalteten Medien und einer Desinformationskampagne der imperialistischen Staaten des Westens versucht die nationale Bourgeoisie Venezuelas mit ihrer Marionette Guaido an der Spitze über das trojanische Pferd humanitärer Hilfe einer US-amerikanischen Intervention vorzubereiten. Einige westeuropäische Staaten, darunter die Bundesrepublik Deutschland, Frankreich und Spanien, sind bereits auf den Zug aufgesprungen und beteiligen sich an der völkerrechtswidrigen Einmischung in die Angelegenheiten eines souveränen Staates zum Zwecke später zu realisierender Profite bei der wirtschaftlichen Ausbeutung des Landes. Vordergründig hegt mittlerweile selbst der Wissenschaftliche Dienst des Bundestages starke Bedenken an der völkerrechtswidrigen Anerkennung der selbsternannten Marionette Guaido durch den deutschen Außenminister und die deutsche Regierung. Wir fordern die Achtung des Selbstbestimmungsrechts des venezolanischen Volkes und die Anerkennung seiner rechtmäßigen Institutionen. Wir fordern die Anerkennung des mehrheitlich gewählten Präsidenten Maduro. Das venezolanische Volk muss über seine internen Angelegenheiten souverän und selbstständig entscheiden können. Keine Anerkennung von selbsternannten Marionetten und Marionettenregimen der USA wie dem aktuell ausgerufenen Putschpräsidenten durch das Ausland und die deutsche Regierung, die keine rechtliche Legitimation hierzu besitzt. Herr Maas, Frau Merkel, widerrufen Sie! Der Hauptfeind steht im eigenen Land. Nur die vereinte Arbeiterklasse des venezolanischen Volkes und die verarmte Landbevölkerung kann diese Aggression des Imperialismus stürzen. Hoch die internationale Solidarität mit dem venezolanischen Volk und der venezolanischen Arbeiterklasse. Vielen Dank. Oh, die internationale Solidarität. Oh, die internationale Solidarität. Oh.